Innovativ, sparsam und als World Changer in die Zukunft zu starten, ist der HTL Hallein besonders wichtig. Dieses Engagement hat der Schule schon einige regionale und nationale Energy Globes eingebracht. Aber worum geht's? Die Optimierung, Visualisierung und die Analyse von Energieströmen ist einer der Schwerpunkte in Sachen Nachhaltigkeit in Hallein. Grundsätzlich geht es um Projekte, die nach der Matura nicht einfach ins Leere laufen, sondern auch in der Schule angewendet werden. So kann man sich jährlich mehrere tausend Euro an Energiekosten einsparen. Derzeit ist man dran, die Fernwärme in der Schule zu optimieren. Das geht mittels der Analyse von Lastspitzen. Ja, unser Problem war, wie wir die ersten Analysen gemacht haben. Wir haben also hier genau ausgewertet, wo wir Lastspitzen haben, dass wir gesehen haben, dass dieses Heizungsventil, was wir hier sehen, da unten, mit sehr großen Schaltzyklen und mit sehr großen Durchflüssen uns Lastspitzen hier produziert, die wir eigentlich in der Physik der Heizung gar nicht brauchen. Dieses Problem kriegen wir interessanterweise relativ leicht in den Griff, indem wir dieses Heizungsventil, das in dem Fall eigentlich zu groß dimensioniert ist, durch ein kleineres ersetzen, und damit kriegen wir diese Spitzen weg und fahren dann hier in einer vernünftigen Größenordnung, und das wirkt sich natürlich an dem Verbrauch ganz essentiell aus. Die Analyse und Visualisierung von Energiedaten scheint relativ einfach zu sein. Trotzdem gab es hier mehrere Probleme und Herausforderungen, die die Schüler bewältigen mussten. Erst einmal zu erfassen und die ganzen Komponenten zu verstehen, nachher auch softwaretechnisch aufzuzeichnen und zu visualisieren und schlussendlich auch zu analysieren, dass man eben die Energiefresser an der HTL Hallein gut erkennt. Hier haben auch mehrere Zweige in der Schule zum Erfolg beigetragen, unter anderem der EDV-Unterricht. Die Aufgabe war es, unterschiedliche Hardwaregeräte und Sensoren in ein Gesamtsystem einzubinden. Unterschiedliche Driver, Hersteller, eine Menge von Daten und Programme haben das nicht gerade erleichtert. Das heißt, das ist ein weites Betätigungsfeld eigentlich für die Informatik. Wir haben Netzwerktechnik eingebunden, wir haben Softwareentwicklung eingebunden, Algorithmentechnik, wir haben Hardware eingebunden. Also es war eine riesige Problemstellung, die sich in einzelne Teile dann zergliedert hat, die aber alle in den Bereich Informatik, Lehrgang der HTL Hallein reinfallen. Die gewonnenen Ergebnisse aller Einsparungen, die bis jetzt in der HTL Hallein realisiert wurden, werden auch über Monitore sichtbar gemacht. Es ist interessant, dass die Leute vor dem Monitor stehen und sich gegenseitig unterhalten und fragen, ja, wie funktioniert das eigentlich, wie habt ihr das geschafft, dass ihr diese Systeme alle in ein Bild gebracht habt, so in einzelne Bilder gebracht habt. Die Salzburg sieht ihre Rolle in der Kooperation mit der HTL Hallein als Unterstützer, dass man gemeinsam eine Schule effizient macht. Und deswegen arbeiten wir seit 2010, 2011 gemeinsam immer wieder Projekte ab mit tollen Schülern, die eigentlich die Hauptarbeit leisten. Und mittlerweile kann man sagen, die Erfolge sind da, die Einsparungen sind da. Die Schule und die Salzburger AG sparen sich wirklich Aufwand und Kosten. Und das ist eigentlich der Riesenvorteil und unsere Motivation, da engagiert zu sein. Durch dieses Engagement wurde gemeinsam die Ursache ermittelt und auch die Lösung gefunden. So kann sich die HTL Hallein gesamt ca. 5.000 Euro im Jahr einsparen. Mehr zu den Schulprojekten der Salzburg AG finden Sie auch im Internet.